Da sagte Almitra: Sprich zu uns von der Liebe. Und er hob den Kopf und blickte auf die Menschenmenge, und es verstummten alle. Und er sagte mit mächtiger Stimme: Wenn die Liebe euch ruft, folgt ihr, auch wenn ihre Pfade beschwerlich und steil sind. Und wenn ihre Schwingen euch umfangen, gebt euch ihr hin, auch wenn das Schwert zwischen ihren Fittichen euch verwunden mag. Und spricht sie zu euch, schenkt ihr Glauben, auch wenn ihre Stimme eure Träume zerschlagen kann, so wie der Nordwind den Garten verwüstet. Denn so, wie die Liebe euch krönt, wird sie euch kreuzigen. So wie sie euer Wachstum befördert, stutzt sie auch euren Wildwuchs. Die Liebe gibt nichts als sich selbst und nimmt nichts als von sich selbst. Die Liebe besitzt nicht, noch will sie Besitz sein. Denn der Liebe ist die Liebe genug. Und meint nicht, ihr könntet den Lauf der Liebe bestimmen. Denn befindet sie euch für würdig, bestimmt vielmehr sie euren Lauf. Die Liebe wünscht nichts, als sich selbst zu erfüllen. Dann sprach Almitra wieder und sagte: Und was ist mit der Ehe, Meister? Und er antwortete und sagte: Liebt einander, aber macht aus der Liebe keine Fessel. Füllt jeder des anderen Becher, aber trinkt nicht aus einem einzigen Becher. Und steht zueinander, doch nicht zu dicht beieinander. Denn die Säulen des Tempels stehen je für sich, und Eichbaum und Zypresse wachsen nicht jedes in des anderen Schatten. Singt und tanzt und freut euch zusammen, aber gestattet einander je für sich allein zu sein. Gerade so, wie die Saiten einer Laute allein sind, auch wenn sie von derselben Musik erzittern.